Hallo und herzlich willkommen zurück bei Resident Evil Village. Junge, Junge, Junge. Das Bein sieht nicht gut aus. Der Bauch sieht nicht gut aus. Ich erkenne da gesundheitliche Probleme. Könnte auch mit der guten oder mit der Mangelernährung zusammenhängen. Ich weiß immer noch nicht genau, was ich mit dem Fleisch mache, was wir gefunden haben. Verkaufen tue ich es nicht, weil da nicht Luxusgut dran steht. Kann sein, dass wir später vielleicht doch verkaufen. Ich weiß noch nicht genau. So, aber jetzt müssten wir erstmal gucken. Geht's hier raus? Nee, ne? Okay, dann ist meine Frage, wie kommen wir hier raus? Das ist das Tor von eben. Da ist ein Brunnen. Brach liegender Acker. Hier kommen wir nicht durch, ne? Da ist der komische... Zur Linken ist der Wagen. Ne, hier ist der Wagen. Hä? Ja, hier sind überall Trecker. Hier liegen überall Trecker rum. Da blinkt noch was. Hier blinkt noch überall was. Ich war hier unten noch nie drin. Chemikalie. Schießbube. Nein. Ich halte das für eine sehr schlechte Idee. Ein Viva-Need. Gibt's auch ein MTV-Need? Krass. Ich will diesen scheiß Teddy nicht nehmen. Wir alle wissen, wie das ist, ein Horrorspiel, wenn wir Teddys nehmen. Das ist nie eine gute Idee. Das ist genauso wie, oh komm, ich gehe mal in den Raum mit den vielen Puppen, die mich immer angucken. Ah, okay, das Fleisch ballert mir ja alles ein bisschen zu, ne? Guck mal, wie rot das hier ist. Nein. Untersuchen? Fleisch von einem weißen Schwein, das in dieser Region einzigartig ist. Seltene Zutat, roh nicht genießbar. Boah, Alter, was für ein Klumpen. Boah, herrliches Stück. Kann ich das zubereiten zu irgendwas? So. Pack das mal dahin. Ich versuche hier alles so ein bisschen, ne, ja, ihr wisst schon, alles ein bisschen schön zu machen hier. Ja gut, hier geht nicht schön, aber was ist das? Das sind die Explosivgeschosse. Wir werden Probleme mit dem Inventar kriegen. Ich sehe das jetzt schon auf uns zukommen. Ich sehe das jetzt schon auf uns zukommen. So, okay. Für. Okay. Ich könnte theoretisch Flintmunition herstellen. Kostet eine Chemikalie. Von denen kriegen wir offenbar, finden wir offenbar mehr als von dem Grünzeug. Das ist gut, aber Flintmuni, ich glaube, die kaufe ich lieber beim Händler. So, wichtiges. Geflügelter Schlüsselflakon. Das Kopf. Familienfoto. Kann man den untersuchen und da nochmal ranzoomen vielleicht? Ob man den Kopf vielleicht sieht? Weil ich sehe... Ich sehe da halt keinen Kopf drin. Da ist nur so ein Kristall drin. Siehst du, was ich meine? Das ist doch kein Kopf. Stabilizing Compounds. Eve. Da steht schon wieder Eve. Schon wieder Eve. Genau wie beim Grab. Ich wollte gerade den Teddy angucken, aber den kann ich mir offenbar nicht anschauen. Sag mal, aber müsste der nicht irgendwo bei uns im Inventar sein? Herstellen wichtiges? Lucias Hals. Oh, die könnte ich manchmal verkaufen, glaube ich, ne? Familienfoto. Ich habe mir vorgenommen, dass wir uns Sachen öfter mal angucken. Stein aus einer Halskette. Oh. Habe ich entschieden? Genau deswegen. Okay, den Stein haben wir jetzt, aber... Flakon Kopfkette mit Schlüssel... Der Schmuckstein wurde entfernt und förderte einen Schlüssel zutage. Luisas Schlüssel. Nee, das Grab geht nicht, ne? Beim Grab. Die haben wir schon angeguckt, aber den hier haben wir noch nicht angeguckt. Oh, der sieht auch sehr schön aus. Okay. Luisas Schlüssel.
Ich habe damit nicht gerechnet. Es sah hier so friedlich aus. Wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Da kann ich nicht durch Fenster gucken. Oh, scheiß Gardinen. Excusez-moi. Je ne from here. Je suis de Frankreich. Je suis un Schüler de Austausch. Ja, leicht knacken. Untersuchen. Ich habe aus dem Haus mit dem Schornstein, das ganz komischerweise sehr oft erwähnt wird, einen Schrei gehört. Ich wollte nachsehen, aber der Weg ist verschüttet, also muss ich wohl den langen Weg außenrum nehmen. Wer hätte gedacht, dass das Loch in der Rückwand des Stalls mal nützlich wäre? Wenn ich bis zum Morgen nicht zurück bin, geh schon mal allein zu Luisa. Vater. Oh, ich ahne, welcher Vater das wohl war. Der Vater, der später eine kleine Transmogrifikation vorgenommen hat an sich selbst. Oh, wie süß die Kätzchen, guck mal. Hängen in sehr. Geschnitztes Tier, Körper. Klar. Ist bestimmt was zum Verkaufen. Brauche ich noch den Kopf. Und hier. Sehr stabile Kartonagen. Okay, bevor ich hier rausgehe. Ja, bevor ich da rausgehe, erstmal kann ich das hier öffnen. Ja, wunderbar. Hallo, Pistolenmunition. Ich grüße dich. Komm doch zu mir. Nee, hier ging's raus, ne? Hier. Ah. Ah. Okay. Kriege ich da kein Fleisch raus? Ich höre einen schmackofatzenden Werwolf, aber ich weiß nicht genau, was der da gerade am Verknusen ist. Natürlich, da müssen wir natürlich erstmal... You know the drill. Okay, eigentlich wollte ich hier noch gar nicht rein. Eigentlich wollte ich gerade erstmal zu Luisa. Da können wir später noch hingehen, hoffe ich. Hallo? Herr Wolf? Herr Wehr? Oh, noch ein Scheißhaus. Immer wieder gern. Oh, immer wieder ein Pläsier. Immer wieder ein Pläsier. Ins Scheißhaus gucke ich gern mit dir. So, das erste, was ich mache, ist natürlich hier aufschließen. Träumchen. Okay, ganz kurz mal gucken, wo kommen wir da hin? In wieder andere Teile des Dorfes. Aber wahrscheinlich. Oh, ich wollte ja mehr auf den hier machen. Oh, noch ein Scheiß aus. Der wollte gerade. Oh Mann, das tut mir voll leid. Oh, das tut mir voll. Oh, oh Gott, das. Ja, okay. Weißt du was? Ich wollte nur gucken. Nicht, dass der sich verwandelt oder so. Das Haus kenne ich. Ein Wagenheber, okay. Hier waren wir schon drin. Hat man das letzte Mal mitgenommen? Nee, ne? Wir haben es nur angeguckt. Wir haben es damals nur angeguckt. Warum die Wiege sich bewegt, ich habe keine Ahnung. Vielleicht, weil Wiegen sich bewegen müssen. Das gehört vielleicht dazu. Ah, okay, wir können den jetzt zufälligerweise eventuell wegschroten. Oder vielleicht auch alle. Warte mal. Irgendwas fehlt. Boah, leck mich doch mit einem. Irgendwas fehlt. Ich hasse das. Was? Wahrscheinlich eine Hebelstange. Luisas Schlüssel fehlt da. Oder mit einem Babykopf können wir vielleicht den Wagen weghebeln. Okay, also wenn wir den Wagenhebel haben.
Ich wollte eigentlich zu Luisas Haus. Ich mach das gleich mal. Ach scheiße, ich gehe hier durch den Kopf. Hass mich. Müssen wir dann jedes Mal hier backtracken, falls sich irgendwas getan hat? Okay, du bist nichts. Das ist ja cool. Die war früher mal offen. Ich weiß nicht, wer die jetzt verschlossen hat. Ich habe keine Ahnung. Kurbel haben wir auch noch nicht. Diese roten Häuser, ne, die machen mich fertig. Ja, okay. Lass mich raten, großer Platz. Gleich gibt's Rabatz. Ist alles sicher, sieht sicher aus. Okay, und da. Was ist denn dieses Spiel bitte? Ich habe hier überall nur Aussparungen und Rätsel. Untersuchen. Das ist doch ein Foto, das ist ein Screenshot aus Bioshock. Look at the window. Nein, das möchte ich wirklich nicht. Wieso sollte denn jemand sowas hier liegen lassen und dann steht da drauf, look out the window. Das ist doch eine Falle. Ist das überhaupt ein Fenster? 04. 04? Junge, ich war gerade voll unter Strom. Ich hab's erwartet, aber ich habe mich trotzdem erschrocken. Ich wusste, dass das so ein Scheiß ist. Und ich fall trotzdem rauf rein. 04, 07, 08. 04, 07, 08. 0. 4, 0. 8. 040708. 070408. 07. Oh Mann, ich bin so doof. 070408. Die würde ich aber gerne erstmal mit unserer vergleichen. Wagenhebekurbel. Kann man hier Werte einsehen? Nee, ne? Eine kleine halbautomatische Pistole, eine vollautomatische Pistole. Lemi M1911. Untersuchen. Das wollte ich nicht. Untersuchen. Das Menü hier ist. Das ist mein Lieblingsmenü. Von allen Spielen. 160. 27. 160, 27. 150 plus 30, 45. Unsere Waffe ist momentan sehr viel besser. Die andere müssen wir erstmal. Die müssen wir aufrüsten. Okay, pass auf. Und jetzt vorsichtshalber. Nein, nein. Naja, gut, aber da passt noch eine andere Waffe hin. Weißt du, was ich meine? Ich bleib erstmal bei unserer. Die andere werden wir noch früh genug einsetzen. Okay, wir haben einen Wagenheber. Den haben wir ja einfach so gefunden. Oh Mann. Eine Kugel zu viel, Entschuldigung. Okay.
liebe uns. Ich liebe unsere Sniper. Die retten mir bisweilen mal manchmal den Arsch. Und ich wusste natürlich, dass sie wieder neue sind. Also Werwölfe meine ich. Schisspulver. Davon habe ich eine ganze Menge in der Hose. Und Leih. Ich bin ein Leiharbeiter. Ich arbeite für Leih. Meine Witze sind die allerbesten. Okay. Und jetzt kann ich ja... Ach so. Nee. Hä? Doch? Nein? Hä? Ich dachte, ich kann drunter durchkriechen. Ich kann wahrscheinlich drunter durchkriechen, ne? Deswegen dieses komische Seil. Aber ich gehe erstmal... Ich will erstmal unbedingt... Ganz komische Wegfindung hier alles. Ich find's halt cool, wie das Dorf immer anders zugänglich wird. Ich weiß, wie ich es erklären soll. Also die Wege, die man sich am Anfang gemerkt hat, sind jetzt völlig hinfällig. Und dafür gehen es aber komplett andere. Ich sehe schon Dinge im Augenwinkel. So. Stronghold. Ach, das war die Tür. Das hatten wir auf der Karte gesehen, ne? Da kommen wir jetzt natürlich noch nicht rein. Hier ist auch nichts Neues, ne? Ja, 2, 4, 6. Stronghold würde ich sagen, der Hammertyp. Wo war denn Luisa? Hier war wieder das hier. Wo war denn Luisas Haus, verdammte Scheiße? Hier war das hier, aber... Muss man da nicht zur Kirche rein? Ah, hier. In der Kirche habe ich auch noch irgendwas nicht gefunden, ne? Die ist noch rot bei uns. Hier ist eine Schreibmaschine, das ist gut, die können wir gleich mal benutzen. Ah, der Chat hat jetzt viel mehr Augen für sowas. Da bin ich ohne Chat gerade ein bisschen aufgeschmissen, denn ich sehe nicht, was hier noch fehlt. Vielleicht irgendwas, was später hier noch reinkommt, eventuell, weil wir haben ja jetzt ja zum Beispiel auch die Station hier. Nee, da. Cool. Und die Kirche ist prima. So, das hat man schon, alles klar. Wir wollten aber noch zu Luisas Haus. Ich dachte gerade, da steht jemand genau vorm Haus. Ich speichere eben nochmal. Da oben waren wir schon. Hier wird es nichts Neues geben, ne? Mich interessiert das nur mit dem Schlüssel, Luisas Schlüssel. Ob wir den irgendwo da einsetzen können, das würde ich gerne wissen. Hatten wir hier irgendwas, was wir nicht öffnen konnten? Das hier war Luisas Haus. Hier haben wir das Ding gefunden. Ja, ist aber auch nie. Ist das Scheißhaus? Hier ist nichts. Das war auch einfach offen. Hätte ja sein können, dass man das dann vielleicht mit dem Schlüssel öffnet. Hier. War hier im Häuschen irgendwas Verschlossenes? Hier ging es raus zu den Hühners, ne? Verschlossenes war hier auch nichts. Ich würde mich doch erinnern. Würde das auf der Map... Oh, hier ist noch ein Brunnen. Würde das auf der Map angezeigt werden, wenn wir irgendwas noch nicht aufgeschlossen haben, wo uns der Schlüssel fehlt? Wie zum Beispiel sowas hier? Warte mal. Vorhängeschloss, das können wir wieder aufballern. Also wir haben Luisas Schlüssel, aber ich weiß halt nicht, wofür der gut ist. Ich glaube, ich werde heute noch ein bisschen durchs Dorf eiern hier, ne? Das ist ja komisch. Ich hätte gedacht, Luisas... Wenn es von Luisa ist, muss es doch hier irgendwo... Vielleicht auch bei Luisas Haus sein. Aber ist es nicht. Oder ich bin blind. Oh, das ist sehr gut versteckt.
Ich werde euch retten. Es ist der Schlüssel zu diesem Trecker. Und damit kann man Werwölfe überfahren mit so einem fetten Flug. Boah, das wäre so nice, ne? Einfach so drüber, das ist das wieder. Einfach so drüber über die Werwölfe und die werden dann einfach geschnetzelt. Aber ich glaube, wenn wir die Knarren und so alle ausbauen, jetzt die neue Knarre, wenn wir die auf Max haben, könnte vielleicht auch schon, ja, ich glaube eher zwei Headshots bei den Werwölfen. Die Rifle ist da immer noch Weapon of Choice. Ne, keine Ahnung. Und da unten ist wahrscheinlich dann immer so ein Kraut drin im Eimer oder sowas. Ja, scheiße. Okay, wegen dem Kristall laufe ich jetzt nicht zum Händler. Ich gehe mal wieder zurück. So. Ne, das war hier rum. Dann hier raus. Und dann unter dem Wagen durch. Ärgerlich mit Luisa. Ärgerlich. Das war's dann aus dem Resident Evil 8. Oh Gott. Ich bin gerade spontan verschieden. Nein, was machst du? Ich meine, cool, aber nicht zielführend. Seite denn? Da hinten. Zweiten hätte ich. Ja, naja, egal. Ich sollte mit den Schüssen nicht so großzügig sein. Die Shotgun fehlt halt, ne? Boah, zwei auf einmal! Junge, was ist denn die Knarre? Was ist denn die Knarre? Ohohoho. Zwei Headshots hintereinander! Ohohoho. Junge! Entschuldigung, freue mich gerade ein bisschen. Was war er noch hier? Alter! So viel zu meiner Muni. Perfekt kristalliner Schädel. Das war's mit meiner Munition. Schön. Ah, gut. Ob sie es gelohnt hat, glaube ich nicht. Ich glaube, eine Pipebomb wäre gut gewesen, hab aber keine. Da kommen wir gleich auch wieder Werwölfe. Ich riech das doch. Sehr geehrter Besucher,
Aufgrund der langen Abwesenheit des Geigenbauers habe ich seinen Schlüssel in Verwahrung genommen. Wer ihn braucht, möge sich bitte bei mir melden. Grüße, Josef Simon, Gärtner des Hauses Beneviento. Schade. Da kommen wir gerade noch nicht rein. Wir haben also eine Tür aufgeschossen hier. Für erstmal nichts. Sag mal. Also Club Scheißhaus ist gut besucht hier, ne? Oh, wir haben Dietrich. Ja, Mann. Und Pistolero Munition. Pistolero Munition. Madalina Körper. Nein, ich will das nicht, Kitty, ich will das nicht aufnehmen. Warum soll ich einen Puppenkörper mitnehmen? Ich weige, das ist ja wieder... Na, Mann. Madalina Körper. Ich habe jetzt einen Teddybär, ich habe einen Puppenkörper. Warum nehme ich so viele Spielzeuge mit? Das ist nicht gut. Das ist alles nicht gut, das wird sich alles rächen. Keine neuen Werwölfe hier überall, das ist ja erstaunlich. Okay, hier ist sonst nichts, ne? Ich gehe gleich durch die Aussparungstür. Okay. Aha. Aussparungstür. Als Rache jetzt 30.000 Werwölfe. Bevor ich die Leiter hier hochgehe. Okay, da geht's nur aufs Dach, glaube ich. Aber ich habe ein bisschen Bammel, wenn ich jetzt übers Dach steige und woanders runterspringe, dass ich die anderen Brunnen nicht mehr nutzen kann. Die wir bis jetzt freigelegt haben. Die würde ich gerne direkt mal... So. Wir gehen dann auf die Leiter, keine Sorge. Aber es ist wie immer, ich habe Angst, dass uns der Rückweg abgeschnitten wird. Da geht's raus. Okay, ich gehe erstmal zurück. Bisschen Backtracking. Ist ja immer schön. So, da können wir drunter kriechen. Hier habe ich auch noch nicht geschaut, ne? Gibt's hier irgendwas Neues? Das ist aber... Sag mal... Ich glaube, das ist ein Schwein. Wieso ist hier auf einmal ein Wasserschlauch? Hier hat das Pferd. Oh! Die war vorher aber auch noch nicht da. Pistolenmunition, okay. Ist das ein Schwein, was ich da höre? Ja, es ist. Alter, voll erschrocken. Zwei wild. Oh, Junge. Oh, sie hat sich hier eingeschlossen, deswegen kam man nicht mehr durch, weil die Tür war vorher offen. Hier war der andere Brunnen. Dann gucken wir mal. Brunnenkurbel. Kann ich wieder mitnehmen dann aber, oder? Oh, ein Dietrich. Entschuldigung, ich freue mich gerade. Wir haben jetzt einen Dietrich. Hinter uns haben wir ein Haus, wo eine Schublade... War das dieses Haus hier? Nein, es müsste zu unserer Rechten sein. In diesem Haus hier hatten wir eine Schublade. Ich weiß nicht, geht's hier rein? Das war der Stall, ne? Warte... Wir wollten ja eh nochmal hier rein. Da
Hört sich an wie ein Schwein, das war die Tür. Okay, hier hat sich nichts getan. Gott sei Dank. Ich würde sagen, hier machen wir unsere Mainbase. Hier ist es schön, hier ist es wohnlich. Wir haben ein Bett, wir haben alles, sogar zwei Betten. Ein Tisch mit lecker Suppe, die noch auf dem Herd steht. Qualmt natürlich nicht mehr, cool. So, untersuchen. Und wir nehmen einen Diedrisch. Sieben Scharfschützenmunition, geil. Sieh an, mondän. Das Haus ist damit blau. Oh, ich liebe das. Und dann würde ich gerne da oben irgendwie hin. Ich weiß noch nicht, wie wir da hinkommen. Da das Haus ja ein verfluchtes Labyrinth ist, wir müssen auf der Seite vom Brunnen, glaube ich, durch, ne? Die Tür hört sich an wie ein Schwein. Da waren wir schon drin. Do not enter. Da kommen wir nicht durch. Aber da. Da kommen wir durch. Habe gesagt, diese Folge suchen wir ein bisschen hier die Stadt ab und so. Und es scheint sich auch zu lohnen. Und wir müssen offenbar, also wir müssen nicht, aber die Werwölfe halt mal wieder wegballern und so. Da weiß ich halt immer noch nicht, ob es sich lohnt am Ende. Wir müssen halt Munition auch mal kaufen, nicht mal nur herstellen. Okay, die Schublade war's. Und der nächste Diddrisch weg. Naja, Flintenmunition nehme ich auch gerne. Dann müssen wir die nicht selber kaufen. Ich nehme alles. Schließen. Ach so. Hier war nichts, ne? Das haben wir alles so genau, genau. Cool. Die zwei Dietriche wieder sinnlos ausgegeben. Cool. Also sinnlos nicht, sondern wir kriegen ja Muni dafür. Und wir hatten noch Brunnen unter anderem. Muss ich, glaube ich, wieder zu Luisas Haus. Hier mache ich natürlich auch nochmal gerne. Untersuchen mit der Brunnenkurbel. Zum Glück geht eine Brunnenkurbel für alle Brunnen. Gott sei Dank. Geschnitztes Tier, Kopf. Dann schauen wir doch mal. Herstellen, wichtiges. Nicht? Okay, hier sehr wertvoll. Perfekt kristallisiert. Madelina Körper, wertvoll kombinierbar. Und hier haben wir natürlich Körper. Ich untersuche den erstmal, vorsichtshalber. Ja. Okay, sieht nicht so spannend aus. Und dann hier den untersuche ich auch nochmal. Warte mal, warte mal. Nur vorsichtshalber, ne? Ich glaube, da wird nichts sein. Das wird einfach reingesteckt. Okay. Geschnitztes Tier. Zack, kombinieren. Sieht aus, als könnte man die Teile zu einer Holzziege kombinieren. Mhm. Achso. Okay, cool. Ich will keinen Fehler machen. Ich untersuche alles. So, was ist denn mit dem Teddy? Ein leicht verschmutzter Teddybär. Der Duke wird ihn schon kaufen. Wertvoll. Der Duke wird ihn schon kaufen. Stein aus der Halskette ist wertvoll. Vivanit ist auch wertvoll. Kristallfragment, alles wertvoll, wertvoll. Okay. Und die ist jetzt sehr wertvoll. Cool. Okay, da habe ich mir nicht viel versprochen. Beim Teddy würde ich aber gerne nochmal. Kann man den aufschneiden und da ist was drin. Koks. Oh, die Maus ist aus dem Spiel raus. Entschuldigung. Okay. Zum 70. Mal. Wer hätte das auch ahnen können, dass wir mit Luisas Schlüssel hier rumgeflankt sind? So. So, und hier draußen war der andere Brunnen. Den nehmen wir auch mit. Natürlich nehmen wir den mit. Mit der Brunnenkurbel. Und weitere Brunnen muss ich auf der Map gucken. Ich weiß sie nicht alle auswendig. Drei Rohrbomben, geil. Ja, das lasse ich mir schmecken. Das ist natürlich super nice. Prima. Luisas Schlüssel.
Das Grab ist es nicht, ne? Das ist von der anderen Seite verschlossen. Ich frage mich, ob dahinter vielleicht noch Sachen sind. Den hatte ich ganz vergessen zum Beispiel. So. Wir kriegen gerade so viele Sachen, dass ich echt Schiss habe, dass alles noch viel schlimmer kommt. Halskette mit zwei Fassungen. Schätze. Ich dachte wegen Stein aus einer Halskette kann man, der ist aber nicht kombinierbar. Nee, der ist nicht kombinierbar. Ich dachte vielleicht würde der jetzt super in die Halskette, wertvoll kombinierbar. Eine Halskette aus Gold, es scheint was zu fehlen. Zwei Dinger fehlen da. Kombinieren können wir das Ding noch nicht. Oh, sieht voll schön aus. Weiß nicht genau, was da fehlt, aber... wird schon gut sein. Zum Glück hat der Duke unendlich Geld. Eve. Ich will mal ganz kurz eine Sache, wenn wir schon mal hier sind, eine Sache gucken. Welcher war denn das? War das der hier? Eva, nicht Eve. Eva steht da. Ah gut, könnte aber auch Eve sein. Könnte aber auch Eve sein. Gut. Dann haben wir heute, naja, ich meine, rumgeballert haben wir heute auch ein bisschen. Jetzt nicht so, da lag der Fokus nicht drauf. Und so gruselig ist das Dorf auch nicht. Ist halt mehr so shooterig, ne? Aber das haben wir uns natürlich alle schon ein bisschen gedacht. Warte mal, haben wir den Brunnen schon? Okay, den Brunnen habe ich schon. Gab es hier sonst noch einen Brunnen hier irgendwo? Nee, ne? Hier hätte ich jetzt noch die Schublade öffnen können. Da kommen wir gerade noch nicht rein. Viele Häuser sind schon blau. Langsam verliere ich die Übersicht, wie man wohin kommt, aber sonst ist alles in Ordnung. Sonst passt hier alles. Ich glaube, das wird auch nicht besser mit der Übersicht. Weißt du, was ich jetzt mache? Ich speichere beim Duke nochmal. Wir haben jetzt so viel Schätze geholt, so viel Krams gemacht, so viel erledigt. Ich hätte keinen Bock, das alles nochmal zu machen. Wenn wir schon mal hier in der Nähe sind, ich laufe nochmal schnell zum Duke, speichere das Ganze nochmal. Dann kann ich auch gleich noch was essen. War das hier? Jo. Okay, hier ist nichts. Speicher Download. Hey, Duke. Oh, ja. Folgendes. Kristallfragment, gerne. Der Vivanit, gerne. Der ist nicht kombinierbar. Der Schädel für 7... Preis 900? Nein, für 900. Okay, ist ein normaler Schädel, genau. Haben wir nur einen, schade. Der perfekte für 10.000, nice. Die Halskette ist wertvoll kombinierbar, will ich nicht. Die Puppe ist kombinierbar. Der Teddy für 4.000. Stein aus der Halskette ist eh nicht kombinierbar für 8.000. Die Holzige für 15.000. Das Geflügel mache ich noch nicht. Nur das, wo wertvoll dabei steht, weil, ne? Hier steht gewöhnliche Zutat, also... ich weiß noch nicht genau. Davon willst du dich trennen? Nein, nein, ich kaufe es dir gerne ab. Und dafür... den hier. Beachte mich gar nicht. 10.000 kostet das. Feuerrate, Nachlade, Magazingröße. So eine einfache Modifikation ist sofort erledigt. Feuerkraft 170 ist jetzt schon stärker als unsere. Unsere war, glaube ich... habe ich vergessen. Muss ich nachgucken. Magazingröße. Auf Stufe 2, 9 Kugeln. Ja, kostet 6.000. Nachladegeschwindigkeit, Feuerrate... glaube ich eigentlich auch ganz gut. Stufe 2, obwohl 0,27 auf 0,26. Das ändert nicht so viel. Da würde ich das Geld vielleicht nochmal sparen auf Sachen, die wir eventuell eher brauchen könnten. Wie zum Beispiel... haben wir für die neue Knarre hier nichts? Nee, haben wir nicht. 20... Ich glaube, das brauche ich nicht. Das mit dem Scharfschützengewehr klappt jetzt schon sehr, sehr gut.
Ich würde vielleicht das Rohrbomben-Ding, das Rohrbombenrezept da würde ich... Da hattest du ein Auge drauf, was? Ja. Minen bin ich mir nicht sicher. Da spare ich lieber, weil Minen... Wenn du willst, kann ich deine Waffen aufrüsten. Gegen eine kleine Gebühr, versteht sich. Wobei Minen... Bei dem Ding, ne, wo wir zurückkamen, also heute in der Folge, wo uns 4 Werwölfe angegriffen haben, wäre es vielleicht cooler gewesen, einfach eine Mine vor die Tür zu legen. Ich habe Angst, dass wir uns selbst in die Luft sprengen übrigens. Eine vor die Tür zu legen, einen Werwolf anzuschießen mit einer Billo-Patrone und die einfach alle kommen lassen. Aber wahrscheinlich explodiert dann einer und die 3 greifen mich an. Ich bin bei diesen Minen ehrlich gesagt so... Die Pipe-Bombs sind ganz cool. Aber die kaufe Hals ich halt auch nicht. Und Beinbruch. Jo. So, dann würde ich sagen, ich speichere hier mal. Dann gehe ich auch selber erstmal was essen. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Und bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Und, ja, mal gucken. Ich glaube, nächste Folge geht es bestimmt wieder irgendwo weiter. Ich weiß noch nicht genau, wo. Westteil. Da war das Schwein. Ja, okay. Ostteil. Ich glaube, zu diesem Haus hier eventuell. Ich weiß noch nicht genau. Ich weiß noch nicht, Luisas Haus. Ich frag mich. Wir kommen halt nicht mehr rein, ist ja alles verbrannt. Kommen wir da nochmal rein? Nee, ne? Ist alles blau, aber ich habe Luisas Schlüssel. Ich weiß aber nicht wofür. Valkyrenstatue. Ich weiß noch nicht genau, wo wir hin müssen. Steinernes Podest. Zugbrücke, die müssen wir, glaube ich, irgendwie... Können wir die vielleicht... Oh ja, mit der Kurbel können wir die, glaube ich, runterlassen, oder? Vielleicht. Ich glaube, wir müssen was für die Zugbrücke finden. Und dann können wir da nämlich weiter. Vielleicht haben wir das schon gefunden. Ich weiß noch nicht genau. Ich würde aber nächste Folge doch nochmal... Hier ist auch noch irgendwas im Haus. Nächste Folge würde ich mir nochmal die letzten Häuser angucken, wo wir halt so rein können. Ob wir da hinkommen zum Beispiel und sowas. Und dann würde ich mal schauen, ob wir vielleicht unser Ding hier bei der Zugbrücke benutzen können. Also ich würde das Dorf immer gerne in jedem Run, wo wir im Dorf landen, würde ich es auch gerne komplett auseinandernehmen, alles was wir machen können. Wir müssen das Haus mit dem roten Schornstein finden. Okay, also haben wir eh noch was vor uns. Siehste. Ich weiß nicht, welches das ist, aber wir werden es herausfinden. Jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, arrivederci und ciao mit V. Tschüss.